Im September hat Pivot das neueste Mitglied der Shuttle E-Mountainbike-Familie vorgestellt, das Shuttle LT. Es ist das Modell mit dem größten Federweg, 160 mm sind es am Heck, 170 mm an der Gabel. Pivot bietet das Bike in zwei Varianten an. Mit dem Shuttle LT Team haben wir die Top-Version zum Test gebeten. Der Carbonrahmen ist sorgfältig fertigt. Details wie die Zugverlegung, die USB-Ladebuchse, der Schutz an der Kettenstrebe und der Strebe des Hinterbaus gefallen. Beim Motor setzen die Amerikaner auf einen Shimano EP8. Der mächtige 756 Wattstunden Akku sitzt im Unterrohr, für gutes Handling tief platziert. Von Shimano kommt mit der XTR auch die Schaltung. Die Bremsen entstammen ebenfalls der japanischen Top-MTB-Gruppe. Mächtige Scheiben, 223 mm misst die vordere, 203 mm die hintere, sorgen für ausgezeichnete Bremspower. Die Federelemente sind ebenfalls auf Top-Niveau angesiedelt, sie kommen auf Factory-Niveau von Fox. Vorne eine mächtige 38 E-Tuned, hinten ein Float X. Auf die Newman Evolution SLA 30 29 Zoll Laufräder sind 2,5 Zoll breite Maxxis Assegai gezogen. Das Cockpit mit 800 mm breitem Lenker und 45 mm kurzem Vorbau kommt wie der Sattel von Pivot. Der Sattel sitzt auf einer Fox Transfer Factory Dropper Post. Wissenswert ist zum Konzept. Pivot setzt auf einen DB-Link Hinterbau. Dank Flipchip kann man zwischen zwei Geometrieeinstellungen wechseln. Dabei ändern sich unter anderem Lenkwinkel, Reach, die Höhe des Tretlagers und die Kettenstrebenlänge. Wir haben unser Testrad in Größe L in der Low-Einstellung gefahren. Hier liegt der Lenkwinkel bei 63,5 Grad, der Reach bei 491 mm, der Sitzwinkel bei 77 Grad, die Tretlagerhöhe bei 16,9 cm. Die Kettenstreben sind 439 mm lang. Einerseits ist die Geometrie mit flachem Lenkwinkel und langem Reach abfahrtslastig. Dank der kurzen Kettenstreben präsentiert sich das Shuttle SL gleichzeitig als verspielter Trailflitzer. Wie fühlt sich das Shuttle LT an? Draufsetzen und wohlfühlen, der erste Eindruck gefällt. Vorne ist das Bike einen Tick hoch, es fühlt sich lang, aber nicht zu lang an. Das Pedalieren ist angenehm und effektiv. Der Motor schiebt in gewohnter Manier kräftig mit und fühlt sich dabei sehr natürlich an. Überrascht hat uns, wie effektiv und kontrolliert das Shuttle LT steile Anstiege meistert. Selbst über Wurzeln und durch verblockte Passagen macht das Klettern Spaß. Schnelle Richtungswechsel sind unproblematisch, gleichzeitig liegt das Pivot in schnellen Passagen und ruppigen Abfahrten dank seiner Geometrie und der exzellenten Federelemente souverän auf der Piste. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die ausführliche Abstimmungsanleitung für das Fahrwerk, die Pivot online bereitstellt. Die Assegai bieten gute Traktion und prima Seitenhalt und tragen so ihren Teil zum souveränen Fahrverhalten des Shuttle LT bei. Der breite Lenker gibt gute Kontrolle, die Bedientaster des Shimano-Antriebs gefallen ebenso wie das kleine, gut geschützte Display. Gewogen haben wir das Bike samt Pedalen mit 23,19 Kilo, stolze 11.999 Euro kostet es. Kein Schnäppchen, aber dafür kommt es mit High-End-Ausstattung und rundum überzeugender Fahrperformance. Ein kleines Minus in Sachen Komfort gibt es, da man den Akku nicht ohne Werkzeug und etwas Fummelei ausbauen kann. Das betrifft aber nur diejenigen, die keine Möglichkeit haben, ihn in eingebautem Zustand zu laden. Dass man sich mit dem Shuttle LT in jede Abfahrt stürzen kann und sich auch bei höchstem Tempo wohlfühlt, hatten wir erwartet. Positiv überrascht waren wir aber von seinem Klettervermögen und seiner Verspieltheit. Unser Tester würde auf Dauer lediglich einen anderen, etwas härteren Sattel wählen. Ein Bike, mit dem man es im Bikepark ordentlich stehen lassen kann, das aber auch auf Touren jede Menge Spaß macht.